Gut, dann gehen wir jetzt erstmal einkaufen. Das muss jetzt mal sein. Das gönne ich mir jetzt hier mal so als Frau. Du warst bei Bewundernd 100. Ja, dann fangen wir mit dir an oder fangen wir mit einem anderen Händler an? Ich fange erstmal mit einem anderen Händler an. Vor allen Dingen interessiert mich, was ihr beide hier habt. Ihr habt doch manchmal Fertigkeitenbücher. Oh ja, und um den Sänger muss ich mich auch mal noch kümmern. Ach, du warst auch schon bei 100. Magietränke. 5 zu Konstitution, 2 zu Verteidigung. Giftflasche. Ja, wenn wir das mal machen wollen mit dem Gift, können wir ja mal ausprobieren. Dann nehmen wir uns einfach mal eine. Fügt den zu veredelten Gegenstand einen hohen Blitzresistenzbonus hinzu. Oha. 4 zu Gewandtheit, 15 zu Blitzresistenz. Ja, Tränke kaufen, das kann eigentlich nie schaden. Wächter Saphirring. Ja, Fertigkeit hat er leider nicht. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So, was können wir denn hier Schönes verkaufen? Ach ja, deswegen habe ich den immer nicht verkauft. Holy shit. 50.000. Ich kann mich erinnern. So. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, scheinbar nicht so weit. Okay. 807 hat er noch übrig. Können wir vielleicht hier ein bisschen was dazu geben? Ja, wahrscheinlich ist es jetzt hier wieder voll der Fail, wie ich jetzt hier versuche, das irgendwie möglichst sinnvoll so zu machen. Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Dann machen wir das doch mal so. Ich bin überladen. Na dann. Oh, und wir sind nicht mehr überladen. Das ist die Hauptsache. Was hast du für uns? Einen Topf. Okay. Nicht allzu viel an Gold. Schade. Waffen ohne Ende. Eier. Toll. Nee, nicht wirklich was Interessantes. Schade, schade, schade. 920. Ja, man merkt deutlich, dass du noch nicht bei 100 bist. 907. Ja, das finde ich doch gar nicht so schlecht. So. Ja, ich weiß, das ist jetzt hier nicht so spannend alles, aber ich dachte, ich nehme euch jetzt nach so langer Zeit einfach mal mit, weil ich jetzt auch bei vielen selber gar nicht mehr so genau weiß, wie das halt jetzt hier war mit den ganzen Händlern. Ja, aber das weiß ich noch, dass ich ja immer auf dich warten musste. Haben wir ja nicht irgendwas zum Identifizieren? Nee, den Drachenschild haben wir nicht dabei. Ja, gut. Hast du 50.000 Gold für uns? Nein, nur 29.000. Das ist sehr schade. Ich glaube, den Bogen werden wir nie losbekommen. Ja, dann knallen wir jetzt mal hier alles rein, was wir noch so haben. Das war es dann auch schon bald wieder. Schade. Ach ja, Schattentränke wollte ich auch verkaufen. Oh, da ist er ja bald schon wieder. Moment. So, entschuldige die kleine Unterbrechung. Das war mal wieder die Türklingel. Ja, er ist schon bald wieder an der Grenze seiner Kapazität, wenn ich das richtig sehe. Werden wir vielleicht gar nicht alles los hier. Ja gut, wir haben ja auch richtig viel Zeug. Die Stiefel wollen wir gerne behalten. Goldring können wir noch verkaufen.
nochmal Schattentränke. Bernstein, Smaragd, Rubin, Goldring. Ah, die kleinen Schattentränke. Ja, komm, weg damit. Finden oft genug welche. So, was haben wir hier nochmal? Nochmal Rubin. Und die Ausdauertränke, die können auch noch mit weg. Das werden wir nicht verkaufen. Okay. Ja, sehr schön. Ja, bis auf die 50.000. Haben wir soweit alles. Könnt ihr noch was Interessantes für uns haben? Irgendeinen schönen Dolch? Stahlhirschfänger. Hinterhaltshirschfänger. Der macht schon mal noch mal ein bisschen mehr Schaden. 3 zur Attacke, 52 zur Magie. Nicht schlecht. Apropos, wo ist eigentlich mein alter Hirschfänger? Wo habe ich den hingetan? Lebt wohl. Der müsste ja hier eigentlich bei den Waffen sein. Nee, hier jedenfalls nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Habe ich den verkauft, weil ich nicht gedacht habe, naja, wir haben ja jetzt die singende Klinge. Das wäre ein bisschen schade. Ja, naja, gut, dann muss ich jetzt damit leben. So ist das halt. Achso, die können wir aber mal noch verkaufen. Und ich wollte noch die Bögen miteinander vergleichen. 48 bis 139. 23 bis 114. Ja, der hat zwar noch eine ganze Menge Zeug noch mit dazu, aber der ist einfach, der macht einfach mehr Schaden. Ist einfach schöner. So. Aber weil ich jetzt mich nochmal zum Friedhof teleportiere, lege ich die Sachen jetzt hier einfach mal so ab. Dann weiß ich Bescheid, dass ich die noch verkaufen möchte. Friedhof. Und wir gehen einfach mal so rum. Ja, also ich weiß, es ist der längere Weg, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwo... Ja gut, eine Schlange meinte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, die gibt noch nicht mal mehr Erfahrung. Schade. Wir müssen jetzt hier irgendwo noch was finden. Also jemanden treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wie gesagt, ich meinte eigentlich keine Schlange. Hallo? Ja. Sehr schön. Apollo, Hey, der Fremder, habt ihr meinen guten Freund Schrimpo gesehen? Er muss sich hier irgendwo in der Nähe aufhalten, aber ich vermag ihn nicht zu finden. Gewiss doch, das habe ich. Ich sah ihn Richtung Marktplatz ziehen. Nein, das haben wir nicht. Wir bleiben bei der Wahrheit. Nein, leider kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe niemals von einer Person namens Schrimpo gehört. Solltet ihr ihn sehen, sagt ihm bitte, dass Apollo nach ihm sucht. Aber wie könnt ihr euch so sicher sein, dass Schrimpo hier in der Nähe ist? Ja, das letzte Mal wurde er auf dem Friedhof nördlich von hier gesehen, und zwar bei einer Gruppe Grabsteine im äußersten Nordosten. Ich verstehe. Ja, jetzt haben wir den Auftrag, wo steckt Schrimpo? Und den werden wir uns noch eine Weile aufheben, den Auftrag. So viel kann ich schon mal verraten. Auch wenn ihr jetzt vielleicht schon eine Vermutung habt, was es damit auf sich haben könnte. Ja, wann bist du überladen? Ich bin überladen. Erst jetzt? Interessant, interessant. Hier oben noch was? Ja, aber der war nur zerbrochen. Ach, den lassen wir jetzt liegen. Gut, gut. Dann haben wir ja jetzt, wir haben noch mindestens einen Händler, der noch ein bisschen Gold hat. Ein bisschen Zeug kriegen wir also noch los. Zur Not, naja, beim Alchemisten könnten wir auch nochmal vorbeischauen. Dann könnten wir das mit dem,
Och, nö. Hättest du nicht auftauchen können, als ich da noch drinne war? Ach, Mann. Ja, wenn wir das mit dem Gift mal ausprobieren wollen, dann könnten wir ja beim Alchemisten auch nochmal irgendwie ein, zwei Giftfläschchen nachkaufen. Man weiß ja schließlich nie. Das war jedenfalls eine Fertigkeit, die hatte ich bisher auch wieder mal völlig außer Acht gelassen. Da habe ich auch das letzte Mal noch nicht ausprobiert, also das können wir durchaus mal machen. So, wieder zum Marktplatz. Bogen wegstecken. Ich bin überladen. Zeug Ich bin mitnehmen. überladen. Ja, jetzt ist er hier natürlich wieder an seiner Schmiede. Nee, du, dann lass mal das mal. Dann gehen wir mal woanders hin. Nämlich hierher. Er hat da auch manchmal noch gutes Gold. Gero. Ja, 19.000, das ist doch gar nicht so schlecht. Segnen plus eins. Oha. Okay. Spitzbuben-Langbogen. Wir mal einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Wollten wir die verkaufen? 4 zu Stärke, 8 zu Konstitution, 40 zu Lebenskraft, 4 zu Sicht, 1 zu Wahrnehmung. Ja, wir verkaufen sie. Okay. Oh, geht das jetzt überhaupt noch auf? 19.514. Nein, ein paar kleine Goldmünzen fehlen sozusagen. Schade. Naja, dann nehmen wir jetzt halt das Leichteste wieder zurück und machen das so. Ja, er kriegt ja auch gleich nochmal Gold von uns, stelle ich gerade fest. So, und verkaufen. Ich habe nämlich vergessen, dass wir noch was zum Identifizieren haben, nämlich den Großschild. Ja, Schild des Drachen. Dieses Schild ist Teil des legendären Drachenrüstungssets. Gewicht 150, Bezauberungsstufe 5, Rüstung 280. Nicht schlecht. 30% Wahrscheinlichkeit, Schaden zu absorbieren. 2 zu Stärke, 2 zu Gewandtheit, 80 zu Magie, 15 zu Feuerresistenz, zu Giftresistenz und 20 zu Geistesresistenz. 3 zu Sicht, 1 zu Wahrnehmung, Geschosse zurückwerfen, passiv plus 1. Ich überlege gerade, ob ich das auch irgendwann mal gelernt habe. Das ist natürlich sehr interessant. Können wir den schon anlegen? Benötigt die Stärke 55? Yes. Aber leider, solange wie wir mit Pfeil und Bogen rumlaufen, ja, wird uns das leider nicht so viel nutzen. Aber da können wir zumindest mal den Eulenschild verkaufen, weil den braucht man dann nicht mehr. Eulenturnierschild. Aber der wird wie teuer sein? Bestimmt wieder, ja, den werden wir so schnell nicht, jetzt hier wieder nicht losbekommen. 191. Ja. Okay, gut. Dann werde ich das jetzt so machen, dass ich den einfach mal neben die ganzen Sachen hier lege, so nach dem Motto, den kann ich dann mal verkaufen irgendwann. So, und den Drachenschild, den können wir mal anlegen. Auch wenn er da sauber verschwindet. Aber so ist er erstmal gut verstaut. So. Gut, ich würde sagen, dann haben wir jetzt hier erstmal alles soweit. Oh, wir haben ja nicht so viele Fantastisch! Tränke. Hervorragend! Okay, es waren nicht zwei Heiltränke, es waren über 20. Na gut. Ja, dann haben wir doch erstmal jetzt ganz gut hier was geschafft mit dem Handeln. Irgendetwas wollte ich noch, wenn ich mich jetzt noch dran erinnern könnte. Wir wollten das mit dem Gift bestreichen mal ausprobieren.
Aber da ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das auch mit Pfeil und Bogen machen können. Es wird nicht hier sein, es wird hier irgendwo sein. Nekromantischer Wandel, Gifthaut. Das sind die Fallen. Hier, Waffe vergiften. Ihr verursacht weitaus mehr Schmerzen bei euren Gegnern, wenn ihr eure Waffen mit Gift bestreicht. Das Vergiften einer Waffe bringt 10 Giftladungen. Die Stärke des Giftes hängt von der verwendeten Art ab. Giftauswirkungen werden nicht addiert. Aha. Die Frage ist, begegnen wir jetzt gleich Gegnern, an denen wir das mal ausprobieren können? Was uns wiederum zurückführt zu der Frage, was wir als nächstes tun. Also Schrimpo wollten wir uns noch ein bisschen aufheben. Ich werde jetzt auch nicht gleich Zandalo hinterherrennen, sondern werde erst noch gucken, dass wir noch ein bisschen was anderes machen. Weil, ja, die Hauptquest ist dann relativ flüssig hintereinander weg. Und, ja, früher oder später bin ich dann wieder einfach zu schwach und es wäre einfach schöner, wenn wir das alles hintereinander wegmachen. Zumal, wie gesagt, ich ja sowieso immer dafür bin, erstmal Gegner so viele wie möglich zu töten und dann Quests zu erfüllen. Teleportersteine zurückholen können wir jetzt leider noch nicht machen. Die Brosche. Randall, der Diener von Sir Dante, bat mich, eine Brosche abzuholen, die für Sir Dantes Frau angefertigt wurde. Ich soll mich an Elmer Vignus wenden, den Goldschmied der Zwerge. Oh. Er ist in den Hallen der Zwerge zu finden. Da kommen wir so schnell noch nicht ran. Dämon heraufbeschwören, haben wir festgestellt. Das klappt leider auch noch nicht, weil der Ast von einem sprechenden Baum scheinbar nicht der richtige ist. Also wir haben ja von einem Händler einen Ast gekauft. Aber damit funktioniert es nicht. Damit wendet sich der Dämon nur gegen uns. Die heilige Waffe finden. Können wir so ohne weiteres auch noch nicht weitermachen. Töte den Vampir. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, wie das eigentlich... Der war ja in der Höhle der Finsternis. Und ist der dort jetzt immer noch? Oder ist der geflohen? Ja, Dr. Elrats Haus. Lebensphilosophie. Genau, ich wollte den Händler mal noch fragen. Nach dem Schlüssel vom Garten Nerikon. Immerhin haben wir jetzt schon einen leicht besseren Ruf. Barik. Bei ihm immer noch nicht. Immer noch 40.